In der Turnhalle der neuen Mittelschule 26 in Linz sind am 7. März die Gewinner des ersten Schulgartenwettbewerbes 2013 ausgezeichnet worden. Von Mai bis Oktober hatten Schulen, Kindergärten und Horte Zeit, sich mit einem Gartenprojekt zu bewerben. Eingereicht worden sind Zeichnungen, Collagen, Kurzfilme und viele Fotos. Insgesamt waren es 43 Projekte und das freute auch die Verantwortlichen. Weil ich glaube, dass es einfach Sinn macht, dass das Engagement in den Schulen belohnt wird. Und Engagement in dem Sinn ist einfach wichtig, damit die Jugendlichen wieder mehr Nähe zur Natur, mehr Nähe auch zu den Lebensmitteln finden, wissen, wie Gemüse entsteht, wie es wächst, lernen, es selbst zu betreuen und einfach eine neue Wertschätzung Lebensmitteln gegenüber wieder lernen. Bei der Preisverleihung hat es viele strahlende Gesichter gegeben und auf ihre Projekte können alle stolz sein. Die Jury hatte es nicht leicht, musste sich aber entscheiden. Die Sieger des Tages waren die vierten Klassen der NMS 26 Ferdinand Hüttner Schule in Linz. Also unser Projekt handelte von einem bunten Garten und wir hatten Pflanzen angepflanzt in so einem kleinen Hügel mit Erde. Das war aber noch nicht alles. Die Schüler haben auch einen Wandteppich aus Filz eingereicht. Und es sollte einen Garten darstellen, dass der bunt ist, der Garten. Also dass der nicht so leer auch schon soll ein Garten, so braun, sondern auch bunt sein kann. Weil der Schulgartenwettbewerb so gut angekommen ist, gibt es in diesem Jahr bereits den nächsten. Anmelden kann man sich ab sofort auf der Internetseite des Bodenbündnisses.